Ja, und in einer idealen Demokratie, da wäre es natürlich toll, wenn wir eine Presse hätten, die diese Aufgabe erfüllt, die ihr eigentlich zukommt, nämlich als vierte Macht im Staate. Das ist ja die eigentliche Grundidee einer freien Presse, dass sie sozusagen eine Kontrollfunktion hat gegenüber den Mächtigen, gegenüber der Regierung. Und wir müssen feststellen, dass in den letzten Jahren nicht nur bei uns, sondern weltweit, gerade auch in den westlichen Ländern, eine massive Verschiebung dieses Verständnisses stattgefunden hat. Spätestens seit dem 11. September gibt es da also große tektonische Plattenverschiebungen in dem Journalismus, in den Medien selbst. Spätestens seit der Europakrise, also mit dem Beginn der Griechenlandrettung, konnten wir also beobachten, dass sich ein ganz neues Phänomen eingestellt hat, nämlich eine vollkommen regierungsunkritische Presse. Also was wir beobachten können, nicht nur bei uns, ist, dass sich eine Presse gebildet hat, in der es innerhalb der eigenen Redaktionen eigentlich keine alternativen Meinungen mehr gibt. Es findet kein politischer Diskurs mehr statt. Themen werden von oben durchgewunken und werden nach unten weitergereicht, ohne dass es zu großen kritischen Fragen innerhalb der Redaktionen kommt. Und es gibt Stimmen, die auch jetzt schon von einem gewissen Gesinnungsjournalismus sprechen. Also so eine Art innerer Konformismus, eine Art innere Zensur, die stattfindet in den Medienhäusern. Und diese Zensur ist teilweise stärker, wie sie in diktatorischen Staaten vorkommt, wo ja sowieso eine Zensur per se stattfindet. Und wir erleben es, dass Journalisten immer mehr eine Rolle einnehmen, dass sie sich als Volkspädagogen verhalten in unserem Land. Und wie kam? Das haben wir alle beobachtet schon, jeden Tag. Wir können es tagtäglich beobachten. Ich höre immer gerne Bayern 5 aktuell. Bei uns in München, da läuft es ganz nett, interessant. Aber ich beobachte drei Themen, die gesetzt werden am Tag. Und am Abend recherchiere ich die Themen nach in alternativen Seiten, die Nachdenkseiten, der blaue Bote, bei uns selber Nuviso, KenFM und so weiter. Und ich kann das ganze Bild erkennen und merke dann, okay, Bayern 5 aktuell, da weiß man, wie man 15 Minuten die Leute abrichtet. So heißt es ja immer so schön, ja. Also es ist wirklich wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und unser nächster Gast, der hat sich mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigt. Und er stellt sich die Frage, wie es denn zur Bildung von so einem Konsensusmonster kommen konnte. Und das ist ein Begriff, der ein berühmter Soziologe aus Amerika geprägt hat, namens Alan Bloom, dieses Konsensusmonster. Wie kam es dazu, dass sich unsere Presse hier so verhalten hat? Und unser Referent, er ist Medien- und Kommunikationstheoretiker, er ist Professor für Medienwissenschaften an der TU Berlin und er wird mit uns der Frage nachgehen, wieso sich unsere Journalisten wie die Oberlehrer aufführen. Herzlich willkommen, Professor Norbert Bolz aus Berlin. Meine Damen und Herren, ich habe gerade gehört, dass Sie die Guten sind. Das hat mich deshalb überrascht, weil ich zwei Anrufe bekam in den letzten Wochen von besorgten Menschen, die ich jetzt nicht kannte, aber die mir beide sagten, wissen Sie überhaupt, wohin Sie gehen, wenn Sie nach Walsrode gehen? Auf wen Sie da treffen? Also die waren offenbar doch sehr um mein Seelenheil besorgt und um meine geistige Konstitution. Und ich konnte dann Gott sei Dank sagen, nein, ich weiß es nicht so genau. Ich schätze Frau Herrmann sehr, die mich angesprochen hatte und fand ihre Bücher immer sehr schön. Und deshalb habe ich gerne zugesagt. Aber was dann sonst noch so kommt, weiß ich nicht. Nun, das tröstet mich natürlich, dass ich ins richtige Lager gekommen bin, zu den Guten und nicht zu den Bösen. Sie haben ja aus den sehr schönen einleitenden Worten schon mein ganzes Thema entnommen. Ich kann gar nichts anderes sagen als das, was Sie gerade selbst gesagt haben, nur ein bisschen ausführlicher. Und ich will ausgehen von einer Formel, die vor ein paar Monaten, aber auch natürlich schon in früheren Zeiten immer mal wiederkehrte in der Feuilleton-Diskussion, nämlich die Formel vom Versagen der Eliten. Nun ist es allerdings so, dass es immer ganz bestimmte Eliten sind, die vom Versagen der Eliten sprechen. Und sie tun das immer dann, wenn sie sich selbst in einer Krise sehen. Und das heißt eben, wenn sie nicht mehr weiter wissen.
Und ich nenne Ihnen nur ein paar Beispiele, die ich eigentlich gar nicht nennen muss, weil sie in aller Munde sind und unentwegt, nämlich Trumps Wahlerfolg. Und Trumps Wahlerfolg, der eigentlich die Demoskopie damals entzaubert hat. Oder der Brexit der Briten, der das Brüsseler Establishment skandalisiert. Oder natürlich der Erfolg der AfD in Deutschland, der offenbar auch durch die konzertierte Aktion von etablierten Parteien und den ihnen zugetanen Journalisten nicht gestoppt werden kann. In all diesen Fällen wird dann von einer Krise geredet und man gibt Eliten die Schuld, die offenbar versäumt haben, das Volk auf den richtigen Weg zu führen. Doch bei Lichte betrachtet ist diese sogenannte Krise hier nur der Begriff, mit dem freischwebende Intellektuelle hinter der ihnen sympathischen Realität die gute Gesellschaft hervorzaubern wollen. Gute Gesellschaft, ja, überall nämlich scheint die schlechte Gesellschaft auf dem Vormarsch. Sie kennen das alle durch die berühmt gewordenen Worte unseres früheren Bundespräsidenten vom hellen Deutschland und von Dunkeldeutschland, ja, das uns offenbar spaltet. Das ist die große Spaltung, die durch unsere Gesellschaft hindurchgehen soll. Also die schlechte Gesellschaft scheint auf dem Vormarsch zu sein. Und für diese schlechte Gesellschaft hat man ein Label gefunden, das mittlerweile ähnlich inflationär und sinnentleert gebraucht wird, wie etwa Nachhaltigkeit, nämlich Rechtspopulismus. Das ist jedenfalls die zentrale Vokabel in der Rhetorik der regierungstreuen Journalisten und aber auch jener Gefälligkeitswissenschaftler, die den Politikern zuarbeiten. Vielleicht ist Ihnen der Begriff Gefälligkeitswissenschaftler noch nicht vertraut. Es ist aber ein Begriff, den ich für sehr gut brauchbar halte und der keineswegs denunziatorisch gemeint ist gegenüber meinen Kollegen. Es ist nur so, dass es eben auch bei den Wissenschaftlern solche und solche gibt. Die meisten arbeiten großartig und still und in ihren Labors und in ihren Büros. Aber es gibt eben auch außerordentlich öffentlichkeitswirksame Wissenschaftler, die mehr oder minder zufällig, hat man den Eindruck, genau die Gutachten produzieren, die der Regierung gefällig sind. Das ist etwas, was natürlich das Ethos dieser Wissenschaftler sehr in Frage stellt, denn sie sollten ja eigentlich genau wie die Journalisten, aber eher noch mehr eine kritische Instanz sein, eine wirklich analytische Instanz und keine, die vorgegebene Formeln wiederholt und repetiert. Aber wie gesagt, ich will da kein Missverständnis entstehen lassen. Die meisten Wissenschaftler, die tun ihre Arbeit und sie machen sie gut. Die Gefälligkeitswissenschaftler sind demgegenüber diejenigen, die ein geradezu seismografisches Gespür dafür haben, welche Statistiken der Regierung gerade in den Kram passen. Und nur von diesen Gefälligkeitswissenschaftlern hören sie dann auch etwas in den Massenmedien. Dass die Massenmedien, gerade was Wissenschaftler betrifft, die zu Wort kommen dürfen, streng auswählen, kann jeder sofort überprüfen, der selber einmal eingeladen worden ist in eine Talkrunde. Das ist vielleicht nicht jedem von Ihnen vertraut, dass es bei diesen Talkrunden für die Gäste ein sehr strenges Casting gibt. Das heißt also, sie werden vorher angerufen und dann legt man ihnen, die sind sehr freundlich, man legt ihnen dann nahe, was sie sagen sollten, damit sie in der Sendung auftauchen dürfen. Und wenn sie dann zu erkennen geben, dass sie in eine ganz andere Richtung argumentieren wollen, fällt die Einladung flach. Das ist nicht etwa bei irgendwelchen subalternen Veranstaltungen der Fall. Es gibt Gott sei Dank auch Ausnahmen. Die Münchner Runde beispielsweise operiert nicht so und auch die Phoenix-Runde operiert nicht so. Aber gerade die berühmten Talkshows arbeiten genau so, mit einem Casting. Also es kommen nur die Leute zu Wort, die genau das sagen, was man auch hören möchte. Und der Mechanismus, der sich dann einschaltet, ich hoffe, Sie sehen das ein, auch Wissenschaftler sind nur arme Menschen. Ja? Was passiert denn, wenn Sie diese Erfahrung machen? Sie überlegen sich automatisch, ob Sie nicht auch irgendwas sagen könnten, was gerade denen in den Kram passt, damit Sie auch mal ins Fernsehen kommen. Verstehen Sie? Ja? Also das ist eine Art Darwinismus des Konformismus, ja, also eine fortschreitende Anpassungsfähigkeit der Gefälligkeitswissenschaftler an das, was man von ihnen hören möchte. Ja, und auch, ich will aber auch ein zweites Missverständnis hier gleich ausräumen.
Was jetzt in den nächsten Minuten folgt, ist keine Medienschelte. Denn es ist auch hier so, dass die meisten Journalisten ihre Arbeit gut machen und es gibt nach wie vor auch Qualitätszeitungen. Für mich die FAZ und immer mehr die NZZ. Also wäre ich ein Apokalyptiker, würde ich sagen, man muss mittlerweile, kann gar keine deutschen Zeitungen mehr lesen, man muss schon in die Schweiz gehen, um die NZZ zu lesen. So weit ist es noch nicht. Aber die Qualitätszeitungen, die man wirklich lesen kann heute und die so etwas wie kritischen Journalismus bieten, das sind nicht sehr, sehr viele. Und das, was als öffentliche Meinung gilt, wird doch von einer ganz anderen Journalistenklasse geprägt. Das ist eine Journalistenklasse, die im Zweifel links steht und in jedem Fall sentimental-humanitaristisch eingestellt ist. Und genau diese Leute meine ich, wenn ich in den folgenden Minuten von Medienelite rede. Also damit Sie das nicht missverstehen, ich gehe keineswegs davon aus, dass man mit den Wissenschaftlern nicht mehr arbeiten kann, ganz im Gegenteil. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Journalisten alle Opportunisten sind und Konformisten. Nur diejenigen, die es schaffen, in die Öffentlichkeit zu kommen, die gehören zu diesen Gefälligkeitswissenschaftlern und auch zu diesen regierungsnahen Journalisten. Ja, vor welchem Hintergrund findet das alles statt? Ich will jetzt zunächst einmal nicht den politischen Hintergrund beleuchten, sondern, da ich Medienwissenschaftler von Beruf bin, den medientechnischen. Die elektronischen Medien, die seit einigen Jahrzehnten unsere Welt beherrschen und bestimmen, die Infrastruktur dieser Welt prägen, die haben tatsächlich etwas etabliert, was man Weltkommunikation nennen könnte. Das heißt also, die ganze Welt, buchstäblich bis in den letzten Winkel, ist in den Kommunikationszusammenhang der neuen Medien eingespannt. Und das vermittelt uns als Lesern, als Zuschauern, als Zuhörern das Gefühl einer Art Allgegenwart. Ja, alles, was passiert in der Welt, rückt uns gewissermaßen auf den Leib. Und deshalb fühlen wir uns, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, den meisten von Ihnen geht es genauso wie mir, wir fühlen uns irgendwie für alles verantwortlich, was in der Welt passiert. Ja, das wird einem so auf den Leib gerückt, dass man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. Man hat immer dieses Gefühl, ja, da muss doch was geschehen, da muss man doch eingreifen, das kann man doch nicht hinnehmen. Und damit ist eben die Zumutung verbunden, zu allem eine Meinung haben zu müssen. Auch das ist so selbstverständlich geworden, dass wir uns das gar nicht mehr klar machen. Aber das ist eben keineswegs selbstverständlich, dass wir von uns selbst aus zu allen möglichen Themen der Welt irgendeine Meinung haben. Aber die Erwartung ist da, dass sie zu allem eine Meinung haben. Nun, es wäre jetzt natürlich wunderbar, wenn aufgeklärte Bürger diese ihre Meinung über die Dinge in der Welt auf Informationen basieren könnten. Aber das ist eine vollkommen unrealistische Erwartung. Die Welt ist nämlich, wie man zu Recht heute sagt, komplex, hochkomplex. Und das heißt zu Deutsch immer, es fehlen uns Informationen. Das gilt für alles. Es sei denn, Sie interessieren sich schon geradezu professionell für ein Thema. Also wenn Sie Wirtschaftswissenschaftler sind, dann können Sie sich für die Italien- oder Griechenland-Krise ernsthaft interessieren und kriegen dann vielleicht auch eine wirklich eigenständige, auf Informationen basierende Meinung zustande. Oder denken Sie an irgendwelche anderen Brandherde unserer Welt, etwa die Ukraine-Krise oder den Nahen Osten. Wir alle sind davon betroffen, bewegt. Aber es fehlen uns im Regelfall die Informationen, um eine eigenständige, souveräne Meinung zu diesen Themen zu bilden. Weil Informationen also fehlen, sind wir immer unsicher. Und weil wir unsicher sind, gibt es für uns keine wahre Antwort. Und so entsteht ein sehr dringlicher Orientierungsbedarf. Sie hatten Alan Bloom schon erwähnt mit diesem schönen Wort, das er im Blick auf das Fernsehen formuliert hat, Konsensusmonster. Ja? Dieses Konsensusmonster arbeitet vor allen Dingen, ja, natürlich auch mit Informationen, aber auch mit Gefühlen. Zu jeder Fernsehnachricht gibt es nämlich einen Gefühlskommentar. Falls Sie das kennen, etwa von Sendungen wie dem Heute-Journal, oder den Tagesthemen, wenn Sie es noch doller mal sehen wollen, schauen Sie sich CNN an. Also die Talkshows von CNN oder diese Talkrunden, das ist schon sensationell. Das ist auch ein ganz neuer Gestus. Meistens sind es ja Reporterinnen,
die dort mehr oder minder das Ruder in die Hand genommen haben. Es gehört offensichtlich dort zum guten Journalistenton, entrüstet zu sein, sogar zu schreien, also als Journalist zu schreien in einer Diskussion, sich entrüstet zu zeigen, verzweifelt zu sein oder was auch immer, Tränen zu vergießen. Alles das gibt es mittlerweile. Also Gefühlskommentar, der die Informationen immer mehr überlagert. Im Grunde ist gar keine artikulierte Meinung mehr nötig. Aber auch die anderen Medien funktionieren mehr oder minder als eine Art Klimaanlage der Meinungen. Und damit sind eben der Propaganda Tür und Tor geöffnet. Nun, ich will nur darauf hinweisen, auf diese Vorstellung nochmal von Weltkommunikation, was für Sie vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Aber die Beobachtung ist schon lange und oft gemacht worden. Medienwissenschaftler wie beispielsweise Walter Ong haben schon vor Jahrzehnten davon gesprochen, dass die Massenmedien eine Art soziale Haut um die ganze Welt herumziehen, sodass wir praktisch bei allem, was geschieht, wie von einem Nadelstich getroffen werden. Also wir spüren das, was da passiert. Wir sind buchstäblich betroffen. Und Weltkommunikation ist tatsächlich das, was ein anderer Medienwissenschaftler, den Sie vielleicht kennen, weil er geradezu zum Popstar der Medienwissenschaften geworden ist in den 50er und 60er Jahren, nämlich Marshall McLuhan, einmal Global Village genannt hat. Das haben wir jetzt wirklich, das globale Weltdorf, das elektronische Weltdorf, das nämlich gar nichts mehr außerhalb seiner kennt. Alles ist, wenn man so will, in Echtzeit uns zugänglich geworden. Nun, das, wie gesagt, erzeugt einen enormen Orientierungsbedarf. Und die Massenmedien schaffen es sehr geschickt, die Nachfrage nach der wahren Meinung, nicht nach der wahren Meinung, sondern nach der wahren Meinung zu stabilisieren. Und sie befriedigen diesen dringenden Orientierungsbedarf, den der mündige Bürger sich eigentlich nur ungern eingesteht. Auch da muss man mit sich ein bisschen ehrlich sein. Wenn ich Ihnen das jetzt so aus Zeitgründen in einer Minute einfach so hinknalle und sage, Sie können sich über die wichtigsten Dinge, die in der Welt geschehen, gar keine eigene, eigenständige Meinung bilden. Dazu fehlt Ihnen die Zeit, um die entsprechenden Informationen zu verarbeiten. Sowas hört man sich ungern an. Aber ich glaube, bei einigem Nachdenken kommen Sie darauf, dass das unvermeidlich ist, mit zu wenig Information eine Meinung zu finden. Das heißt, Sie übernehmen Meinungen von anderen. Ja? Und im Grunde ist es so, dass man nur die Auswahl hat zwischen verschiedenen Meinungen, die einem angeboten werden, die man dann jeweils zur eigenen machen könnte. Denn es gibt ja auch nur ganz wenige Leute, die überhaupt Zugang zu einer repräsentativen massenmedialen Öffentlichkeit haben. Und was wir dann suchen, ist ja immer unsere Zeitung, ja, oder unseren Redakteur oder was auch immer, derjenige, der die eigene Meinung einigermaßen sinnvoll vertritt. Also man gesteht sich das nicht so gerne zu, dass man diesen extremen Orientierungsbedarf hat. Und es ist eben auch sehr schwer zu akzeptieren, dass man nicht in der Lage ist, eine unabhängige eigene Meinung, etwa zu Putin oder zu Nordkorea oder zur Lage im Nahen Osten oder zur Flüchtlingskrise oder zum Klimawandel zu entwickeln. Und deshalb sind wir alle anfällig für Propaganda, für Meinung, für die Meinung von der Stange. Und dieser Propagandabegriff, der meint eben nicht nur Gehirnwäsche und Zensur. Das darf man sich, denke ich, wenn wir unsere westliche Welt betrachten, gerade nicht als moderne Gestalt von Propaganda vorstellen. Das machen die primitiven Welten. Ja? Also in den unterentwickelten Welten, in den tyrannischen Welten, die es ja auch noch gibt heutzutage, da arbeitet man mit Zensur. Denken Sie an China, ja? Also die eine brutale Zensur durchführen, die meisten anderen Länder ja auch. Bei uns im Westen macht man das nicht. Man zensiert nicht offen. Es gibt natürlich die innere Zensur, ja, die Zensur, die jeder für sich selber vollzieht, ohne dass die von außen verordnet werden müsste. Aber das ist nicht das Entscheidende. Falls Sie sich dafür interessieren, wie man heute Zensur ausübt oder wie man heute Propaganda macht, empfehle ich Ihnen ein Buch von Jacques Ellul mit genau diesem Titel Propaganda, der sehr, sehr schön zeigt, dass man heutzutage Propaganda nicht mit Lügen macht oder mit Zensur, sondern mit Fakten, mit Informationen.
Also mit dem, was scheinbar aufklärt. Ja, denn wir hatten ja, würden ja denken, mit Informationen klärt man die Menschen auf und dann sind sie souverän, können sie eine eigene Meinung bilden. Nein, westliche Regierungen zensieren nicht im klassischen Stil, sondern sie kontern Fakten mit Fakten. Also sie werden auch deshalb immer in diese Situation kommen, wenn sie in der Diskussion sind oder so etwas. Und sie sind mit Regierungstreuen konfrontiert oder vielleicht sogar mit Mitgliedern aus einer Regierung, dass die dann die entsprechenden Fakten parat haben, die genau ihren Eindruck von der Welt widerlegen. Wer sich irgendwann mal mit Statistik oder mit der Produktion von Fakten beschäftigt hat, weiß, dass die unendlich dehnbar sind. Ja, also ich glaube, von Churchill stammt der berühmte Satz, ich traue nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Aber mit Statistiken, wie gesagt, kann man unendlich viel anfangen. Und Fakten, bei Fakten muss man immer fragen, woher kommt das eigentlich? Faktum kommt übrigens von Facere, von Machen. Das heißt, jedes Faktum ist etwas Gemachtes. Ja, es wird produziert. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen Daten und Informationen und nochmal einen Riesenunterschied zwischen Informationen und Wissen. Hätten wir mehr Zeit miteinander, würde ich versuchen, Ihnen das ein bisschen plausibler noch zu machen. Ich muss es Ihnen jetzt einfach nur so als These anbieten. Nun, wie gesagt, früher in der Zeit der Aufklärung war der Staat Erzieher. So hat sich doch der preußische Staat beispielsweise ausdrücklich verstanden. Der Staat erzieht die Menschen. Heute ist der Staat eher Verführer. Er ist Designer der Gefühle, er ist Hauptkunde der Marktforschung und er ist Warenanbieter auf dem Markt der öffentlichen Meinung. Auch hier bitte kein Missverständnis. Die Massenmedien und die PR-Abteilungen der Politik, die bieten Fakten und Informationen. Also daran gibt es keinen Zweifel. Deshalb halte ich persönlich den Begriff Lügenpresse für vollkommen absurd. Der ist deshalb absurd, weil er an der entscheidenden Tatsache vorbeigeht. Nämlich an der Tatsache, dass heute anders Propaganda betrieben wird als noch vor 200 Jahren oder noch vor 150 Jahren. Und gerade indem man davon ausgeht, wir werden belogen, erkennt man nicht, wie wirklich manipuliert wird. Das ist der entscheidende Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Allerdings, diese Fakten und Informationen, ich habe es schon angedeutet, werden zunehmend in stark emotionalisierter Form geboten. Und meistens genügt schon das Stirnrunzeln einer Moderatorin, um die Welt moralisch zu schematisieren. Die Guten hassen dann die Bösen, und zwar mit gutem Gewissen. Politisch hat das fatale Konsequenzen. Und das kann man sich sehr gut am öffentlichen Umgang mit der AfD, aber auch mit Brexit oder mit Donald Trump vor Augen führen. Politiker, und da ist es verständlich, den Politikern ist das erlaubt, aber auch Journalisten begegnen ihnen nämlich nicht mehr analytisch und mit Argumenten, sondern sie verschmelzen Themen mit Meinungen und sie verschmelzen Meinungen mit moralischen Bewertungen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Verständnis mit dem, was passiert in der Öffentlichkeit unserer Tage. Ihnen werden nicht einfach nur Informationen angeboten, sondern die Informationen sind mit bestimmten Meinungen, die man zu diesen Informationen haben soll, verknüpft. Und diese Meinungen nun wiederum sind eng verknüpft mit moralischen Bewertungen, sodass Sie also, wenn Sie bestimmte Meinungen nicht selber vertreten, automatisch in der Ecke der Bösen stehen. Ja, das ist, glaube ich, das große Problem. Und genauso formiert sich dann eben doch der Gesinnungsjournalismus, der jede abweichende Meinung skandalisiert, und der auch jedem den Preis deutlich macht, den man zahlen muss, wenn man nonkonformistisch sein will, wenn man eine abweichende Meinung äußern will. Dieser Preis wird immer höher. Auch dazu wäre viel zu sagen. Ich gebe Ihnen stattdessen wiederum einfach nur einen Buchtipp. Ich habe noch nie bei meinen Studenten meine eigenen Bücher benannt und habe noch nie gesagt, lesen Sie das. Aber ich empfehle sehr gern kluge Bücher meiner Kollegen. Und einer meiner klügsten Kollegen ist Keplinger. Und Keplinger hat ein fantastisches Buch schon vor ein paar Jahrzehnten, aber das ist so aktuell wie eh und je, geschrieben mit dem Titel Die Kunst der Skandalierung. Allein der Titel ist schon Gold wert.
Ja? Das heißt nämlich, der Skandal ist ein Medienprodukt, ein Kunstwerk der Medien. Ja? Nichts ist von sich aus irgendein Skandal. Die Medien machen erst etwas zum Skandal. Und wenn sie sich dann zum Skandal äußern, und zwar anders als diejenigen, die skandalisieren, werden sie selbst zum Skandalfall. Ja, also auch sich anders äußern zu bestimmten Skandalen, beispielsweise sagen, finde ich gar nicht so schlimm, was da passiert ist, auch das wird zum Skandal. Denken Sie an die MeToo-Bewegung oder ähnliche Dinge mehr. Also das ist ein auch aufregender und spannender Prozess, der Prozess der Skandalierung, der einzig und allein in der Hand der Medienmacher liegt. Also, die Intellektuellen des linken Mainstream moralisieren politische Themen. Eines der Hauptgründe dafür, dass es niemals wieder zu Diskussionen kommen wird, solange sich an diesem Klima nichts geändert hat, an diesem geistigen Klima. Denn sobald jemand moralisiert, können sie keine Gegenargumente mehr aufbringen. Ja, die Entrüstung entwaffnet, genauso wie die Angst entwaffnet. Diese Moralisierung geschieht sogar so radikal, dass eben zwischen Thema und Meinung überhaupt kein Spielraum mehr bleibt. Die Entscheidung der Amerikaner, um mal ein paar alte Beispiele zu bringen, in Erinnerung zu bringen, die Entscheidung der Amerikaner und der Briten war schlecht. Ja, also die Entscheidung der Amerikaner für Trump und die Entscheidung der Briten für Brexit war schlecht. Und ich kenne keine einzige Fernsehsendung, die das mal irgendwie anders geschildert hätte, neutral oder sonst irgendetwas. Also eher sagt man, die Briten sind wahnsinnig geworden und die Hälfte der Amerikaner lebt immer noch hinter dem Mond, aber niemals haben sie gehört, einfach nur eine neutrale Berichterstattung oder so etwas. Nein, das ist schlecht. Umgekehrt natürlich die Entscheidung von Frau Merkel, über 1 Million Flüchtlinge ins Land zu lassen, war gut. Die Entscheidung der Österreicher gegen Norbert Hofer, können Sie sich noch an die Wahl erinnern, war natürlich gut. Und die Entscheidung der Italiener für die Fünf-Sterne-Bewegung war schlecht. Die politische Einheit Europas ist gut, das Interesse an nationaler Souveränität ist schlecht. Wenn Sie die Welt so sehen, kommen Sie auch ins Fernsehen. Ja, dann werden Sie zugelassen, ja, zur Öffentlichkeit. Alle anderen sind allerdings Rechtspopulisten. Demokratische Mehrheitsentscheidungen werden von der Medienelite nur akzeptiert, wenn sie dem eigenen Programm entsprechen. Und am liebsten würde man dann gerne wieder wählen lassen, bis das richtige Ergebnis herauskommt. Ja, das ist ja, gab jetzt mittlerweile mehrere Abstimmungen schon, wo Regierungen so leichtsinnig waren, über Europafragen das eigene Volk zu befragen. Und die haben fast immer verloren, ja, die Regierungen. Und dann hat man sofort gesagt, ja, wann könnten wir wieder wählen? Also das ist ja wohl, so geht es ja wohl nicht. Oder denken Sie an Brexit, ja, also das darf ja wohl nicht wahr sein. Neuwahlen, nochmal probieren. Ja, bis eben das richtige Ergebnis rauskommt. Bertolt Brecht, der solche Zusammenhänge von der anderen Seite her sehr gut beobachtet hat, hat ja dann die berühmte Formel geprägt, dass die Regierung dann doch ein neues Volk wählen sollte, ja? Wenn das Volk immer wieder die falschen Regierungen wählt oder zum falschen Ergebnis kommt. Dass sie selbst die versagenden Eliten sein könnten, kommt den regierungstreuen Intellektuellen natürlich nicht in den Sinn. Die Gefälligkeitswissenschaftler unterscheiden nicht zwischen Analyse der Politik und politischer Stellungnahme. Was an den Universitäten Sie im geisteswissenschaftlichen Bereich in diesem Zusammenhang erleben können, das können Sie sich nicht vorstellen. Es sei denn, Sie haben Kinder, die auch gerade irgendeine Geisteswissenschaften studieren. Es ist unvorstellbar. Ja? Ich glaube, wir haben in Deutschland längst amerikanisches Niveau erreicht, was diesen Wahnsinn betrifft. Die politisch korrekten Journalisten, unterscheiden nicht zwischen Thema und Meinung. Ich hatte es schon erwähnt. Die Gefälligkeitswissenschaftler analysieren nicht, sondern sie warnen und mahnen. Besonders gerne in Talkshows und mit den Scientific Soundbites für das Fernsehen. Ich habe diesen Ausdruck
von einem Autor geklaut, den ich über alles liebe, nämlich David Lodge, der die schon vor Jahrzehnten die einschlägigen Romane über das Universitätsmilieu geschrieben hat. Und Scientific Soundbite, ich finde einfach ein wunderbarer Ausdruck. Das soll heißen, Sie werden als Wissenschaftler vom Fernsehen interviewt und haben genau 10 Sekunden für Ihre Aussage, ja, über einen komplexen Zusammenhang. Und die Journalisten des linken Mainstream, die belehren lieber, als zu berichten. Und dass sie dabei zum Größenwahn neigen, zeigen tägliche Sendungen wie die Tagesthemen oder das Heute-Journal, die eine Art Volkspädagogik höherer Ordnung betreiben. Und natürlich auch Blätter wie der Spiegel, der ja vorgibt, ein Nachrichtenmagazin zu sein, aber zum Beispiel den Wahltriumph von Trump mit einer Titelgeschichte über den Untergang der Welt kommentierte. Können Sie sich daran erinnern, an diesen Spiegeltitel, ja? Der Untergang der Welt. Ja, man muss sich jetzt fragen, wie konnte es dazu kommen? Intellektuelle und Journalisten nehmen in der modernen Welt eine Sonderstellung ein. Sie befriedigen nämlich das Bedürfnis nach Orientierung. Das ist ein Bedürfnis, das heutzutage weder von der Politik noch von der Wirtschaft und leider auch schon lange nicht mehr von der Religion bedient werden kann. Und dieses Orientierungsbedürfnis wächst, je komplexer die Welt ist, in der wir leben. Walter Lippmann hat dieses Problem schon vor 100 Jahren gesehen und ein Konzept der öffentlichen Meinung ausgearbeitet, das auch heute noch den Hintergrund des Selbstverständnisses der meisten westlichen Intellektuellen bildet. Walter Lippmann war etwas, was in Amerika sehr selten ist, obwohl so selten jetzt auch nicht mehr, nämlich ein waschechter Sozialist. Und das ist interessant, dass diese Überlegungen, die ich Ihnen jetzt in 2, 3 Sätzen anbiete, von der linken Seite kommen und nicht von der rechten. Walter Lippmann ist nämlich davon ausgegangen, dass die gesellschaftliche Dynamik so komplex geworden ist, dass der Einzelne sich eine eigene Meinung über politische Sachverhalte überhaupt nicht mehr bilden kann. Prinzipiell nicht. Und deshalb brauchen wir, meinte Lippmann, Experten, die die Verantwortung für die Organisation der öffentlichen Meinung übernehmen. Zu diesen Experten hat Lippmann allerdings die Journalisten ausdrücklich nicht gerechnet. Das sehen die natürlich schon lange ganz anders. Sie halten sich selbst für die Meinungselite und viele verstehen Lippmanns Konzept der öffentlichen Meinung als Lizenz zur Propaganda. Also Lippmann ging davon, das Buch ist auch großartig, heißt ganz schlicht Public Opinion, also öffentliche Meinung. Und Lippmann ist davon ausgegangen, die Intellektuellen haben die Aufgabe, für so Leute wie uns, unübersichtliche und unerklärbar gewordene Welt, Interpretationsmuster bereitzustellen, die uns dann erlauben, uns wieder zu orientieren in dieser unübersichtlich gewordenen Welt. Und die Massenmedien sollten eigentlich nur schlicht verbreiten, was diese Expertenelite an Weltbildern entwickelt hat. Also wie gesagt, mittlerweile halten sich die Journalisten selbst für diese Experten, die die richtigen Bilder von der Welt produzieren. Ich muss das ganz kurz hier einflechten. Ich war vor 2 oder 3 Wochen in Siegen, wo ein Kollege von mir, der Philosophie lehrt, eine Veranstaltung macht, die läuft im Moment gerade, über Meinungsfreiheit. Und er hat dazu auch ein paar Leute eingeladen, vorzutragen. Ich hatte die Ehre, als Erster vortragen zu dürfen. Das ging irgendwie ohne Probleme durch, aber das ging nur ohne Probleme durch, weil vorher der Rektor der Universität sichergestellt hat, dass zumindest einer der Eingeladenen kein Reisegeld bekommt, nämlich Sarrazin. Ja, den hatte nämlich mein unvorsichtiger Kollege auch eingeladen. Und das Kuriose an der Sache ist eben, das war eine Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit. Ja? Also niemandem ist das irgendwie aufgefallen, offenbar. Applaus
Schönecker heißt er, falls Sie ihm Ihre Solidarität bekunden wollen. Ja, das ist ein mutiger Mann. Ja, der ein mutiger Mann. Also, dass man die formale Freiheit hat, zu sagen, was man denkt, das besagt nicht viel, wenn man nicht mehr zu denken wagt, was man nicht sagen darf. Da es auf die Dauer schon zu anstrengend ist, anders zu denken, als man redet, denken die meisten auch schon politisch korrekt oder jedenfalls sehr, sehr viele. Was heißt das eigentlich? Das bedeutet, wir fürchten eigentlich nicht, eine falsche Meinung zu haben, sondern wir fürchten, mit unserer Meinung allein zu stehen. Das ist das, was man unter Sozialpsychologen... Das ist das, was Sozialpsychologen Isolationsangst nennen. Und diese Isolationsangst regiert unsere Welt. Wer aber den Zorn der anderen fürchtet, schließt sich leicht der Meinung der scheinbaren Mehrheit an, auch wenn er es eigentlich besser weiß. Er bringt sich selbst zum Schweigen. Das ist die Zensur, die wirklich zählt. Ja? Man bringt sich selbst zum Schweigen, um den eigenen guten Ruf nicht aufs Spiel zu setzen. Es gibt mittlerweile durchaus so etwas wie Rufmordjournalismus. Und ich habe einen Fall gerade beobachten können, den vielleicht auch einige von Ihnen, obwohl ich glaube nicht sehr viele von Ihnen lesen die Süddeutsche Zeitung, oder? Eher nicht. In dem Fall wäre es interessant gewesen. Das war nämlich ein ganzseitiger Artikel auf der berühmten dritten Seite der Süddeutschen Zeitung. Das ist die Meinungsseite, die berühmte dritte Seite, die Meinungsseite. Ein ganzseitiger Artikel über Dirk Müller. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, diesen Mr. Dax. Ja? Und lesen Sie es mal nach, das können Sie ja überall finden. Der Dirk Müller hat den Artikel selbst natürlich ins Netz gestellt, voller Wut, ja, berechtigter Wut, wie ich finde. Denn das, was da gemacht wird, ist einfach eine unglaublich intelligente Form von Rufmord. Rufmord darf ich sagen, ohne mich juristisch auf gefährliches Gelände zu begeben, denn Rufmord ist keine juristische Kategorie. Deshalb können wir es gerne mal benutzen. Ja, es gibt nur Verleumdung, ja, Verleumdung gibt es und üble Nachrede, aber Rufmord gibt es nicht. Aber es gibt ihn tatsächlich, ja, juristisch nicht, aber es gibt ihn. Und das kann auf sehr subtile Weise erfolgen, aber das geschieht auch ganz auf harmlose Art und Weise scheinbar. Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Mann, der sich um den Parteivorsitz einer großen Partei bewirbt, erleben muss, dass er erst, wie soll man sagen, in seiner Eigenschaft als Boss einer großen Firma mit konfrontiert wird mit einer Razzia, zufällig irgendwie einen Tag, nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hat? Oder was bedeutet das, wenn er dann in jeder Fernsehsendung, zu der er eingeladen wird, im Verhältnis einer gegen fünf, damit konfrontiert wird, dass er Millionär ist? Ja, was bedeutet das eigentlich? Also was hat man da eigentlich vor? Ist das Information oder was ist das? Ich glaube nicht. Man spricht nach, was man so sagt. Und was man so sagt, ist nicht etwa die Meinung der Mehrheit, sondern die Meinung von gut artikulierten Minderheiten. Das ist der Ansatzpunkt für eine Dynamik, die Elisabeth Nölle-Neumann schon vor vielen Jahrzehnten analysiert hat und einer Dynamik, der sie den Titel Schweigespirale genannt hat. Und genau diese Schweigespirale wird heute von der Political Correctness benutzt. Was heißt Schweigespirale? Das ist im Grunde ganz einfach. Weil Minderheiten oft gut artikuliert sind und weil sie auf das Echo der Massenmedien stoßen, haben sie oft selbst den Eindruck, sie seien selbst in der Minderheit und die anderen seien die Mehrheit. Ja? Und deshalb schweigen sie. Also sie verstummen, weil sie sich selbst in der Minderheit glauben oder vielleicht sogar als radikale Minderheit dann empfinden und denken, die anderen seien in der Mehrheit. Dabei sind sie einfach nur gut artikuliert und haben die Lautsprecher der Massenmedien auf ihrer Seite. Also das ist der Mechanismus der Schweigespirale, der dann dazu führt, dass am Ende Minderheiten herrschen, so wie die Demokratie ohnehin nicht die Herrschaft der Mehrheit ist, sondern die Herrschaft von gut artikulierten Minderheiten. Ja, das ist, glaube ich, etwas, womit wir prinzipiell uns auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, diese politische Korrektheit, die ist zum einen durch eine Verschmelzung von Thema und Meinung gekennzeichnet, ich hatte das genannt. Man darf zu bestimmten Themen eben nur eine Meinung haben.
Und zum anderen haben wir es mit einer Moralisierung am Medienpranger zu tun. Ja, das ist das schlimmste Schicksal, das einem widerfahren kann. Ähnlich wie im Mittelalter, da gab es ja wirklich den Pranger. Heute gibt es ihn auch wieder in den Medien selbst. Dem politisch Unkorrekten wird der Schauprozess gemacht. Weder in der Wirtschaft noch in der Alltagspolitik, weder in der Wissenschaft noch in der Technik kann von einem Versagen der Eliten die Rede sein. Die einzige Elite, an deren Leistungsfähigkeit Zweifel angebracht sind, sind die Linksintellektuellen, die sich von Kritikern der Macht zu ihren Steigbügelhaltern zurückentwickelt haben. Dafür gibt es, wie ich finde, ein deutliches Symptom. Jeden Tag warnt die Medienelite vor Populismus. Und ein Populismus, der, da die Medienelite ja links steht, notwendigerweise Rechtspopulismus sein muss. Was steckt dahinter? Offensichtlich kommen die Linksintellektuellen mit dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit nicht zurecht. Im Zeitalter des Internet und der sozialen Medien haben wir es nämlich mit einer revolutionären Machtverschiebung auf allen Ebenen der Gesellschaft zu tun. Die Macht verschiebt sich von den Politikern zu den Bürgern. Auch das sollten Sie sich nicht ausreden lassen, das ist längst passiert. Ja, das sind alles nur verzweifelte Rückzugsgefechte der Politiker, die Identitätsprobleme haben. Nicht wir haben die Identitätsprobleme, sondern die Politiker, wie auch die meisten Journalisten. Die Stichworte für diese Revolution, also Verschiebung der Macht von den Politikern zu den Bürgern, kennen Sie alle: Partizipation, direkte Demokratie, Volksentscheid und. Wirtschaftlich übrigens passiert dasselbe. Es gibt eine deutliche Machtverschiebung von den Firmen hin zu den Kunden. Das ist ihnen längst selbstverständlich geworden und sie würden eine andere Form von Wirtschaft gar nicht mehr akzeptieren. Aber auch das ist eine revolutionäre Machtverschiebung. Zu Recht sprechen die sogenannten Trendforscher von Konsumentendemokratie. Das gibt es wirklich. Und zwar generell verschiebt sich, das beobachten wir eben überall, die Macht von den Experten zu den Laien. Ja, die Laien, die sich im Internet informieren und dann den Experten Konkurrenz machen. Wenn Sie es nicht glauben, denken Sie nur an Wikipedia, die Urform genau dieser Revolution. Und die Krise der Expertenkultur, die durch die Selbstorganisation der Laien, der Bürger, der User, der Kunden im Internet auf Dauer gestellt worden ist, macht vor allem den klassischen Massenmedien zu schaffen. Deshalb sind die so wütend. Ja, sie merken, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Medienelite ist es ja gewohnt, als Oberlehrer der Nation aufzutreten. Und nun muss sie immer häufiger erleben, dass man die Welt nicht mehr in ihrem Spiegel sieht, sondern sich lieber auf andere Informationsquellen verlässt. Also ich persönlich könnte mir echt kein halbwegs angemessenes Bild mehr von der Welt, so wie ich sie erlebe oder wahrnehme, machen, wenn ich nur den Spiegel lesen würde, den ich immer noch abonniert habe, und vielleicht mal den Tagesspiegel bei uns in Berlin. Also ohne die Achse des Guten beispielsweise würden mir die Hälfte aller wichtigen Informationen fehlen. Ja, also es gibt noch so ein paar Dinge, aber es gibt noch so ein paar derartige Quellen, Quellen, die wirklich eine ungeheure Hebelwirkung haben, und diese Hebelwirkung verspüren vor allen Dingen die traditionellen Massenmedien. Und schon ertönt gerade deshalb immer wieder der neue Warnruf aus den Redaktionen: unsere Gesellschaft steuere auf ein postfaktisches Zeitalter zu. Damit will man sagen, wir, die klassischen Medien, wir verkünden die Wahrheit über die Welt und alle anderen in den sozialen Medien lügen oder fantasieren sich irgendetwas zusammen. Wenn man die Erfolgsgeschichte der neuen sozialen Medien nüchtern betrachtet, muss man konstatieren, dass unsere Gesellschaft vor einer Partizipationsrevolution steht. Die Bürger wollen mitreden, die Kunden produzieren selber, die User schaffen selbst Inhalte. Aber es wäre ein grobes Missverständnis, wenn man daraus ableiten wollte, dass autoritative Führung durch Eliten überflüssig wird. Im Gegenteil, je weiter die Globalisierung fortschreitet, desto größer wird der Orientierungsbedarf. Je tiefer wir uns täglich in die Netzwerke verstricken, desto größer wird der Führungsbedarf. Und nicht zufällig unterhalten Organisationen und Unternehmen Thinktanks. Nicht zufällig schießen allerorten Exzellenzinitiativen aus dem Boden. Exzellenz ist in diesem Zusammenhang übrigens ein exzellentes Wort.
Es markiert das Prinzip der Selbstselektion, das die Entscheider und Könner zur Elite macht. Dazu gehören eben immer nur die Leute, die ihren hohen Status auch wirklich verdient haben. Sie strahlen die Autorität aus, die auf überlegener Kompetenz beruht. Eliten entstehen immer als Resultat von Ausleseprozessen, aber gerade deshalb sind sie dem Ressentiment der politisch korrekten Intellektuellen ausgesetzt, die ihre eigene Unfähigkeit, die Welt zu verstehen, auf ein Versagen der Eliten projizieren. Wenn unsere Gesellschaft ein Problem hat, dann nicht mit den Funktionseliten, dann nicht mit den Leistungseliten, sondern mit den Intellektuellen. Und zwar mit jenen Intellektuellen, die zwar bestechend intelligent und hervorragend gebildet sind, die aber wie von einem bösen Zauber verhext zu sein scheinen. Der von mir sehr geschätzte Autor Nassim Nicholas Taleb, der berühmt wurde durch ein Buch, das Sie vielleicht mal gesehen haben, in der Bahnhofsbuchhandlung, The Black Swan, der schwarze Schwan, der hat ein tolles Akronym entwickelt, das mir ungeheuer gut gefällt, IYI, also IYI. Und das steht für Intellectual Yet Idiot. Ja, also du bist zwar ein Intellektueller, aber ein Idiot. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem. Ihr machtgeschützter, sentimental moralisierender Diskurs der politischen Korrektheit benutzt die Ethik als Mittel des Rechthabens und stellt jeden Andersdenkenden an den Medienpranger. So zerfällt das Reich des Geistes heute in Selbstgerechte und Eingeschüchterte. Dieser Diskurs der politischen Korrektheit, den zu analysieren, das haben mittlerweile viele gemacht und im Grunde ist auch klar, wie er funktioniert. Ich will es nur in aller Kürze nochmal auf drei Stichworte bringen. Einmal Moralismus, zum zweiten Sprachhygiene und drittens Lazarettpoesie. Moralismus, das hatte ich Ihnen, glaube ich, schon entwickelt, die Moralisierung jedes Problems, was jede Diskussion dieses Problems unmöglich macht. Ja, sobald Sie etwas mit Moral besetzen, mit moralischer Bewertung, spalten Sie die Welt in Gut und Böse und dann kann man auch nicht mehr argumentieren oder Gegenargumente entwickeln. Sprachhygiene, das ist der, ja, eigentlich wäre es der lustige Teil der politischen Korrektheit, wenn es nicht gleichzeitig so traurig wäre. Das sind eben die unendlich vielen Sprachvorschriften, die es gibt und auch da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie mal die Uni besuchen würden, Sie würden sich totlachen oder eben Tränen vergießen bis ins Unendliche. Das, was vielleicht noch nicht richtig beleuchtet worden ist an der politischen Korrektheit, ist das, was man Lazarettpoesie nennt. Das ist leider kein Ausdruck von mir, sondern von Goethe. Gut, oder? Lazarettpoesie, das ist, Sie haben irgendein Thema, was weiß ich, Ungleichheit in Deutschland, Ungerechtigkeit in Deutschland, dann bringt irgendeine Talkshow irgendeine 60-jährige Frau, die immer noch putzen muss und die darf dann aus ihrem Leben erzählen. Und wer dann dagegen ist, gegen das politische Programm, das damit verknüpft ist, ist einfach ein gnadenloser, unmenschlicher Typ. Ja? Oder Sie haben irgendetwas, was weiß ich, katastrophalen Situationen in Syrien oder Jemen. Wenn Sie Ihre politische Botschaft zu diesem Thema durchsetzen wollen, müssen Sie nur Bilder leidender, weinender Kinder zeigen. Wer dann irgendeine abweichende Meinung vertritt, ist ein Unmensch. Ja, das ist das, was Goethe Lazarettpoesie genannt hat. Wenn die klassischen Massenmedien etwas dazu beitragen wollen, dass wir wieder zu einem Geist der Liberalität zurückfinden, dann sollten Sie Ihre Nachrichten und Berichte von regierungsnahen Meinungen und volkspädagogischen Interessen befreien. Sie müssen einen Weg heraus aus der Sackgasse der politischen Korrektheit und ihrer Verbalexorzismen finden. Die größte Gefahr für die Wahrheit ist nämlich nicht die Lüge, sondern der Bullshit. Das ist ein... Ja, ich möchte Sie möchte darum werben, dass Sie das ernst nehmen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich halte Lügenpresse für einen unsinnigen Vorwurf. Es geht nicht darum, dass wir belogen werden. Das passiert immer auch, aber das ist irrelevant. Es geht darum, dass Bullshit produziert wird. Und Bullshit, ich zitiere hier einen berühmten amerikanischen Philosophen, nämlich Harry Frankfurt,
Bullshit ist dadurch gekennzeichnet, dass man prinzipiell kein Interesse an der Wahrheit hat. Wenn jemand lügt, hat er ein massives Interesse an der Wahrheit. Er will die Wahrheit nämlich umdrehen oder verschleiern. Aber Bullshit ist Geschwätz, das überhaupt kein Interesse an Wahrheit hat. Und genau das ist es, was uns geboten wird. Die größte Gefahr für die Demokratie ist entsprechend nicht der Hass der radikalen Verlierer, sondern das Schweigen der vielen, die sich vom Paternalismus der Medienelite bevormundet fühlen. Hätten wir noch mehr Zeit miteinander, würde ich Ihnen noch einen Begriff anbieten, der hier eng verzahnt ist mit dem Thema, das ich heute beleuchtet habe, nämlich der Begriff Nudge. Vielleicht noch 2 Minuten dazu, weil das auch eine unglaubliche Geschichte ist, aber einfach nur wahr. Cass Sunstein, sagt Ihnen der Name etwas? Cass Sunstein hat mit einem Kollegen, Richard Thaler, der den Nobelpreis bekommen hat für Wirtschaftswissenschaften, das haben Sie vielleicht noch mitgekriegt vor einem Jahr, ja? Richard Thaler, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, ein Buch geschrieben mit dem Titel Nudge. Das gibt es auch im Deutschen natürlich längst und heißt im Deutschen Nudge. Weil den Leuten nichts Elegantes eingefallen, aber im Grunde ist leicht zu verstehen, das ist der Schubser in die richtige Richtung. Nicht, wenn eine Mutter mit ihrem kleinen Kind durch die Straße geht beim Shoppen oder so irgendetwas, dann hat das Kind ja so erratische Bewegungen, so Random Walk nennen das die Wissenschaftler. Und die Mutter muss dann immer mal ein bisschen zerren und ziehen und schubsen, damit das Kind halt auch in die richtige Richtung geht. Und das ist eigentlich die Philosophie, die Cass Sunstein und Richard Thaler in diesem Buch verbreiten. Allerdings nicht für kleine Kinder, sondern für uns, für die Bürger, für die ganz normalen Menschen. Nun, das Buch wäre halt ein Buch gewesen, wie viele andere auch, hätte es nicht einen unglaublich bedeutenden Leser gefunden, nämlich Barack Obama. Und er hat es vielleicht auch nur lesen lassen, ist ja jetzt egal. Und Barack Obama war so begeistert von dem Buch. Ich könnte mir vorstellen, wenn dann auf die Rückseite des Buches steht, Barack Obama, Zitat, das größte Buch, das ich in den letzten 10 Jahren gelesen habe, dann ist das natürlich sofort Millionenauflage. Und genauso war es dann auch. Ja, also Barack Obama, er ist nicht nur begeistert, sondern er macht Cass Sunstein zu seinem persönlichen Berater. Und er richtet etwas ein, was dann auch eingerichtet wurde in England und ein paar Jahre später auch durch Frau Merkel in Deutschland, nämlich die sogenannte Nudge Unit, unmittelbar zugeordnet der Regierung. Das heißt, das sind Leute, Verhaltenspsychologen im Wesentlichen, die sich Gedanken machen darüber, wie man die Menschen, die Bürger so konditionieren könnte, dass sie nicht nur in ihren Meinungen, über die habe ich ja heute geredet, sondern auch in ihrem alltäglichen Verhalten sich so verhalten, dass sie gute Bürger werden. Ja? Und ich glaube, das ist nicht ganz so das, was Sie meinen, wenn Sie von guten Bürgern reden. Ja? Also Leute, die wirklich stromlinienförmig auch in ihrem Alltag sich gestalten, also genauso leben, wie sich das Brüssel beispielsweise vorstellt. Und das ist offizielle Politik geworden, dieses Nudge. Also wie gesagt, Cameron, der damalige Premierminister in England, hat eine sogenannte Nudge-Unit eingerichtet. In Deutschland heißt sie etwas anders, aber genauso zusammengesetzt und hat genau denselben Sinn. Das heißt, man will nicht nur unser Denken formen. Denken lassen hieß die Veranstaltung von Steinacker und genau das will man eben nicht, sondern man will es uns vordenken, was wir denken sollen, und man will uns auch an der Hand nehmen, von der Wiege bis zur Bahre. Und ich glaube, das wäre Grund genug, zumindest intellektuell Widerstand zu leisten. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.